Was geht ab, Freunde und Supporter? Euer Sorb am Start für euch mit einer neuen Folge zu Assassin's Creed Odyssey. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, Freunde. Und vielen Dank natürlich wie immer an die aktiven Supporter da draußen, die Let's Plays immer noch gucken und unterstützen. Dankeschön. Freunde, bevor wir zu Brasilas gehen, möchte ich nochmal kurz auf die eine Folge ansprechen, wo ich das Thema Videolänge und so weiter, Zuschauerbindung, Zuschauerdauer und so weiter, das angesprochen habe. Darauf möchte ich nochmal eingehen und mich auch bedanken für das viele, auch überwiegend positive Feedback, Freunde. Die meisten haben es verstanden, was ich damit sagen wollte. Es ist ja eigentlich auch nicht so schwer zu verstehen. Ja? Ist ja eigentlich nicht so schwer zu verstehen, weil ich das ja auch extra recht ausgiebig immer versuche zu erklären, damit es auch wirklich jeder versteht. Aber die meisten haben es verstanden. Klar gibt es immer noch Leute, die denn, was war denn der lustigste Kommentar? Der lustigste Kommentar war, ey, du prangerst deine Zuschauer an, aber spielst ja selber offscreen und levelst. Ergibt gar keinen Sinn, der Kommentar, oder? Nein, ergibt gar keinen Sinn. Er hat das Thema nicht verstanden. Aber gut, auch die Leute, die diesen Kommentar bewertet haben, haben das Thema nicht verstanden. Obwohl, es waren, glaube ich, nur zwei, drei Stück. Vielleicht er selber auch. Aber Freunde, ich habe mir extra vor dieser Aufnahme nochmal angeschaut, wie lange die Folge im Schnitt geschaut wurde. Und ihr könnt ja jetzt mal kurz rein kommentieren. Schnell, jetzt kommentiert! Was denkt ihr, wie diese Story, wirklich Story-relevante Mission, aufregende Mission mit der Sphinx und auch dem anderen, was da passiert ist, wie lange diese Folge, die über 20 Minuten gedauert oder knapp 25 Minuten gedauert hat, wie lange die im Durchschnitt geschaut wurde? Kommentiert jetzt! Was denkt ihr? Ding, 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 ding. Bam, 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 bing, badadadada, bam, bam, bam. Oh, okay, ihr habt geschrieben? Perfekt, Freunde. Ich sag's euch, ich hab extra reingeguckt. Und jetzt, Trommelwirbel. 9 Minuten 22. Muss ich besonders vorsichtig sein. Versteht ihr jetzt? Versteht jetzt, jetzt versteht ihr noch mehr, oder? Bestes Beispiel, oder? Ich glaube, ich habe sogar das Thema angesprochen, wo die meisten dann schon ausgeschaltet haben. Was auch sehr witzig ist irgendwie auf der anderen Seite. Wie gesagt, das ist halt so das Ding und es ist halt immer so, wie gesagt, es ist halt immer so, ich versuche zu gucken, dass es für mich zeitlich gut ist, für mich zeitlich passt, dass wir gerade bei so einem großen Spiel auch gut vorankommen in der Story und dann nicht 10 Monate an dem Spiel hängen, wie andere Leute das tun. Aber auch nicht das mehr so durchknalle wie damals, ja. Ich bin mit dran schuld, Freunde. Ich bin mit dran schuld. Ich meine, ich habe das jahrelang gemacht, wirklich Spiele komplett exzessiv hochzuknallen, 10 bis 12 Videos am Tag rauszuballern, was mir absolut nicht gut getan hat, ja. Das hat mich übelst gestresst. Es war nicht mehr schön. Deswegen habe ich mich davon mehr distanziert, ja, distanziert. Jetzt sind es 5 bis 6 Videos, was immer noch viel ist, weil da steckt kein Team dahinter. Ich mache es alles selbst. Ich mache alles selbst. Ich kümmere mich um alles selbst. Ich habe da kein Team dahinter oder irgendeinen Cutter oder sowas. Ich meine, Videos schneiden ist jetzt auch nicht aufwendig. Ich will jetzt nicht damit sagen, dass meine Videos aufwendig geschnitten sind oder sowas. Aber es kostet trotz allem Zeit, Freunde. Es kostet alles Zeit. Und die sehen viele nicht. Viele sind einfach in der Hinsicht extremst egoistisch. Ja. Assassin's Creed, ich sehe es ja, Assassin's Creed, 70 Video oben. Ja, 70 Video unten. Dann kommt an einem Tag ein Video nur Assassin's Creed. 2 Spider-Man und ey, was soll denn das? Mach doch mal erst eins nach dem anderen fertig. Was soll denn das? Kommt jetzt nur noch Spider-Man? Was ist mit Assassin's Creed? So sind die Leute. Die werden unfassbar neidisch. Die kriegen richtig Videoneid, Alter. Ich habe von Futterneid gehört. Aber es gibt auch Videoneid. Die Leute neiden die anderen, weil sie denn mal von einem Let's Play, von einem Spiel, ein Video mehr bekommen als von dem anderen. Wo du dir denkst, als normaler Mensch denkst du dir, Alter, von Assassin's Creed kamen jetzt wochenlang so viele Videos täglich und jetzt kommt mal ein Tag oder 2, 3 Tage von anderen Sachen mehr und die Leute rasten aus, die Leute rasten aus. Manche sind, die werden richtig aggressiv, die werden beleidigend, Freunde, ja.
Das ist das Internet. So. Es ist das Internet, man muss damit klarkommen. Es ist nicht schön, Freunde, und man muss sich auch nicht alles gefallen lassen. Aber man braucht schon, wie nennt man das doch mal? Ihr wisst schon, was ich meine. Dickes Fell, genau. Dickes Fell braucht man schon, auf jeden Fall. Naja, ich weiß gar nicht, wo ich stehen geblieben bin, Freunde. Das ist so ein Thema, das müsste ich mal eigentlich mal einmal in so einem Video erklären, weil es einfach für alles, alle Videos gilt. Ja, um das nochmal abschließen, weil wir jetzt wirklich zu Brasidas gehen, abschließend zu sagen, es ist an die Leute gerichtet, ja, die es im frechen Ton sagen. Die sagen, wo bleibt Assassin's Creed? Warum? Was soll die Scheiße? Warum ist das Video nur 20 Minuten lang? Mach doch mal 50 Minuten lang. Mach doch mal 70 Minuten lang. Mach doch mal mehr. Mach doch mal dies. Mach doch mal jenes. Mach. An diese Leute ist es gerichtet, weil die meistens die Videos eben nicht zu Ende schauen. Weil die oftmals auch, ich weiß es einfach. Es gilt nicht für jeden, natürlich nicht. Ja? Aber für die meisten, die angesprochen sind von mir, die unterstützen die Let's Plays nicht mal. Und es ist so einfach, Freunde, für ein Video, was kostenlos zur Verfügung steht, es ist so einfach, eine Bewertung dazulassen. Viele machen es nicht, ist auch nicht schlimm, es ist auch nicht schlimm oder sowas. Ja? Es wäre nur natürlich fair, finde ich persönlich, ist ja auch korrekt, aber es ist auch nicht schlimm, es muss niemand irgendwas machen. Genauso wenig wie ich nichts machen muss, ja? Das ist halt der Punkt. Und an diese Leute ist es gerichtet. Natürlich würde ich niemals sagen, wenn jemand sagt, ey, mir gefällt das Let's Play so gut, ich würde mich freuen, wenn ein Video mehr kommt, ich würde mich freuen, wenn die Folge 10 Minuten länger geht, boah, mir gefällt das so gut. Das ist doch was Positives. Ich bin doch nicht auf den Kopf gefallen, Freunde. Das ist doch was Positives. Warum soll ich darüber verärgert sein? Aber die Leute, die so schreiben, die verstehen es sicherlich auch, dass die Zeit irgendwie begrenzt ist oder so weiter. Und ich versuche, wie gesagt, ich versuche wirklich mein Bestes, Freunde. Man kann es nicht allen recht machen. Viele schreiben ja immer, ja, der Kanal stirbt, bei dir läuft nicht mehr. Ja, gut, aber selbst wenn es 1000 Leute nur sind, selbst wenn es 1000 Leute sind, du kannst es nicht allen recht machen. Selbst wenn es 100 Leute sind, du kannst es nicht allen recht machen. Deswegen versuche ich halt, mein Bestes, Freunde. Ja, ich versuche mein Bestes. So, jetzt genug gelabert. Die meisten haben wahrscheinlich schon wieder ausgeschaltet. Drauf geschissen, los geht's. Mission, los, weiter geht's hier. Gut, Mann, ey. Da bist du ja. Ich kann dich mit zu den Königen nehmen, wenn du bereit bist. Ich bin immer ready. Was muss ich noch wissen, bevor ich eintrete? Stimmt ja. Du hattest noch nie eine Audienz bei den zwei Königen. Ich kenne Pausanias. König Pausanias. Ah, wirklich? Die Könige Pausanias und Archidamos herrschen gemeinsam. Beeindrucke sie, dann erhaltet ihr euer Haus zurück. Ich erwarte nicht, dass es angenehm wird. Was kannst du mir über Pausanias sagen? Er ist jung. Verwechsle sein Lächeln nicht mit Nettigkeit. Er ist ein König und wer ihm in die Quere kommt, wird es bereuen. Was sollte ich über Archidamos wissen? Archidamos ist ein Traditionalist. Er geht keinem Kampf aus dem Weg. Und er hat Temperament. Bring ihn bloß nicht gegen dich auf. Warten macht es nicht einfacher. Dann lass uns gehen. Deine Mutter ist bereits drin. Dort. Was sagt er jetzt? Ein gutes Argument, Archidamos. Ich füge mich. Dann also zwei weitere Einheiten nach Böotien, wie ich sagte. So werden hier Streitigkeiten beigelegt? Manchmal. Archidamos Deckung wird besser. Das verdankt er mir. Brasidas, du bringst Neuigkeiten. Lass sie hören. Meine Könige, darf ich vorstellen? Myrine, eine Nachfahrin von Leonidas, und ihre Tochter Cassandra. Du wagst es, dich in Sparta zu zeigen?
Kassandra half mir, Korinth zu sichern, mein König. Sie half mir während des Helotenaufstands. Sie wollen das Beste für Sparta. Ich bitte euch, hört sie an. Lass uns hören, was sie zu sagen haben, bevor wir Blut vergießen. Sprich, Myrine. Warum bist du hier? Ich komme, um mein spartanisches Bürgerrecht zurückzuerhalten. Und unser Haus ebenfalls. Du hast dich selbst verstoßen. Deine Tochter tötet deinen Ältesten und floh. Von eurer gebrochenen Nase ganz zu schweigen. Meine Familie wurde verraten, mein König. Sparta wurde verraten. Wir kommen, um die Verräter zu entlarven. Du hast dich all die Jahre nicht um Sparta gekümmert. Eure Ältesten ließen ihre beiden Kinder von einer Klippe werfen. Sie haben unsere Familie zerstört. Kassandra, nicht hier. Doch in dem Moment, als sie eine Gefahr für Sparta erkannte, kam sie zurück. Sie brachte uns her, um zu helfen. Und ihr werft ihr vor, sie würde sich nicht kümmern. Es heißt, dein Großvater konnte sein Temperament auch nicht im Zaum halten. Myrine hat ihre Absichten kundgetan. Welche hast du? Es ist meine Absicht, jene zu finden, die meine Familie und Sparta verraten haben, und sie zu töten. Und wer genau, glaubst du, hat Sparta verraten? Ich bin hier, um es herauszufinden. Zuerst beweise deine Treue. Bring Sparta Ruhm und Ehre und läutere dich in den Augen der Götter. Bis dahin haben weder du noch deine Mutter ein Recht auf euer Land. Sagt mir, was ich tun soll, und es wird getan. Die Spartaner und die Athener kämpfen in Böotien. Triff unsere Befehlshaber dort. Komme siegreich zurück oder komm gar nicht zurück. Betrachtet die Schlacht als gewonnen. Aus dir spricht das Selbstvertrauen eines Kindes, das nie einen echten Krieg sah. Du findest den Befehlshaber im Helikongebirge. Gib ihm dies und sag, dass ich dich geschickt habe. Nicht so schnell. Zwei Könige, zwei Aufgaben. Herakles hatte 12 Aufgaben. 2 sollten kein Problem sein. Das erste spartanische Wort von dir. Bald beginnen die Olympischen Spiele in Elis und unser Meisterkämpfer benötigt eine Eskorte. Ich soll seine Eskorte sein? Sorge dafür, dass die Spartaner mit einem Siegerkranz heimkehren. So soll sie Sparta Ruhm und Ehre bringen, indem sie einen olympischen Wettkampf gewinnt. Nicht einen, mein König. Sie soll dafür sorgen, dass Sparta die gesamten Spiele gewinnt. Perfekt. Du hast deine Befehle. Wir sehen uns, wenn deine Aufgaben erfüllt sind. Falls sie erfüllt sind. Ich erfülle sie. Und ihr gebt uns unser Haus zurück. Es steckt also doch noch etwas Sparta in dir. Brasidas, führ sie hinaus. Nächster. Das lief doch gut. Wenn man bedenkt, dass du immer noch einen Kopf auf den Schultern hast, ja, dann lief es sogar ziemlich gut. Es war großzügig, uns eine zweite Chance zu geben. Und ich muss nur die Olympischen Spiele gewinnen. Und einen Krieg. Musst du noch irgendwas wissen, bevor du aufbrichst? Was ist los in Böotien? Die Athener treiben Sparta Stück für Stück zurück. Es wird nicht einfach zu siegen. Wenn irgendjemand das Blatt wenden kann, dann du. Was weißt du über diesen Meisterkämpfer, den ich zu den Spielen begleiten soll? Der Pankratiast. Sein Gymnast wird wissen, wo er ist. Hab Dank. Die Dinge sind nicht, wie sie scheinen. Du musst unseren Kämpfer beschützen, wenn du erfolgreich sein willst. Will ich. Einer der Könige gehört dem Kult an. Also wird eine dieser Aufgaben eine Falle sein. Aber welche? Brasidas? Sag so etwas nicht in Hörweite des Palastes. Ich habe mit beiden gekämpft. Ich kann nicht glauben, dass einer von ihnen ein Verräter ist. Wir müssen Beweise finden, bevor wir jemanden beschuldigen. Halte die Augen offen. Ich glaube, ich bin bereit. Und du? Was wirst du tun, während ich fort bin? Ich bekam eine Nachricht, bevor wir eintraten. Was für eine Nachricht? Ein Hinweis auf den Aufenthaltsort eines Kultisten. Ich reise nach Arkadien. Allein? Die Mäuren sind uns hold. Auch ich wurde dorthin beordert. Wir können gemeinsam reisen. Das wäre sehr hilfreich. Vielen Dank. Dann treffe ich euch beide in Arkadien wieder. Gute Reise. Okay.
Wer sagt eigentlich, dass Brasidas nicht verdächtig ist? Gut, Freunde, zwei Aufgaben bekommen wieder. Die zwei Könige aus Schwada. Gut, schauen wir mal. Einen Sieger überbringen. Trifft die spartanischen Polemarchen. Töten oder nicht töten. Ah, das ist auch eine Mission. Ja gut, wenn die hier direkt schon vor unserer Nase ist, dann machen wir die als erstes. Let's go! Okay. Ja, wie immer, Freunde, wie immer. Wir treffen eine Figur und müssen erstmal irgendwelche Sachen erledigen. Das ist ja, das zieht sich ja durchs komplette Spiel an. Soll ich den töten kurz? Wo ist er denn? Ach komm, der rennt schon wieder um sein Leben. Pussy, Pussy. So. Freunde der Nacht. Ich weiß auch gar nicht, Freunde, warte mal. Was habe ich denn jetzt hier gerade? Was habe ich denn gerade noch im Inventar? Beziehungsweise, was ich weiß auch gar nicht, was ich als Fähigkeiten nehmen soll, Freunde. Ich habe jetzt hier so viel schon. Ich brauche die nächste Speerstufe. Das ist wichtig. Ich müsste ein paar Kultisten noch töten, aber habe ich überhaupt irgendeinen offen noch, den ich besiegen könnte jetzt aktuell? Der Silbergreif. Oh, tatsächlich, den könnte ich besiegen. Der ist Level 49, das ist so. Oh, den kann ich entblößen. Wenn wir uns dafür entscheiden, wem unsere Treue gilt, müssen wir auch an das Ende denken. Skylax, der Gerechte. Skylax wusste etwas, was anderen im Peloponnesischen Bund entging. Wo hohe Kraft versagte, siegten stets die Drachmen. Dank eines riesigen Vermögens, das ihm zur Verfügung stand, bestach Skylax jene schwächeren Anführer der Liga, die kaum mehr als Marionetten waren. Im Gegenzug für diesen Dienst betete Skylax im Kosmos, dieser möge ihm seine verlorene Gattin und ihre gemeinsamen Kinder zurückbringen. Es war ein Gebet, das unerhört bleiben sollte. Okay. Das ist ja dann eher so ein. Man kann es ein bisschen verstehen, so. Und der ist ja in der Arena. Ich weiß immer noch nicht, wo die Arena ist, oder? Ich weiß es immer noch nicht. Du bist neu. Wenn du etwas lernen willst. Wir nehmen hier nicht jeden auf. Sehe ich aus, als müsste ich noch etwas lernen? König Pausanias schickt mich, um den Pankratiasten abzuholen. Bitte verzeih. Mir war nicht klar, dass du wegen Testikles hier bist. What the fuck? Testikles? Testikel? Skrotum? Okay, alles gut. Dann denk nach, bevor du den Mund aufmachst. Typisch spartanisch. Ihr versteht nicht, dass man mit Honig mehr erreicht als mit Essig. Der Siegerkranz ist sehr wichtig für Sparta. Glaubst du, er schafft es? Gestern schlug er 6 Männer und einen Stier bewusstlos. Und dabei war er nur auf dem Markt einkaufen. Okay. Deshalb musste ich ihn auch auf die Insel schicken. Wo finde ich deinen Meisterkämpfer? Ich habe Testikles zum Üben auf eine kleine Insel in der Hadesbucht geschickt. Das ist gut für ihn. So isoliert. Ohne andere Menschen. Suche nach dem Wrack der Nestor. An der südlichen Küste. Kannst du mir etwas über Pankration sagen? Das ist eine Mischung aus Faustkampf und Ringen. Eine brutale Kampfkunst. Kämpfer aus allen Ecken der Welt kommen, um sich bei den Olympischen Spielen zu messen. Aber nicht alle kehren zurück. Das würde ich gern mal sehen. Ich muss deinen Kämpfer nach Elis bringen. Ich hoffe, er hält, was du versprochen hast. Oh, ganz sicher. Du findest sein Lager auf der südlichsten Insel von Messenien. Viel Glück. Dann hole ich mal Testikles. Mhm. Okay. 6 Leute kaputtgeschlagen plus ein Stier. Nice. Oh, da hinten ist er. Oh, da hinten ist er. Ja, durchs Land jetzt ballern oder? Ich hätte ja schon eher Bock, durchs Land zu reisen. Dann würde ich die Sachen auch alle aufdecken. Och, Phobos, ist das dein Ernst? Komm her! Kommst du her jetzt hier? Los, her! Schäm dich nicht.
Schäm dich nicht, Phobos. Nun gut, Freunde, also, wir haben jetzt unsere Aufträge bekommen von den Königen. Ich bin mal gespannt, was denkt ihr, wer ist der Verräter? Also so von dem Auftreten her würde ich eher sagen, der, aber das ist, glaube ich, auch einmal nur so oberflächlich optisch betrachtet. Der Typ mit der Kutte halt, nicht der Kämpfer. Also Pantier, ne, wie heißt der nochmal? Der andere heißt Archimedius, der Kämpfer, und der andere, wie hieß der noch? Oh, ich habe schon wieder den Namen vergessen. Ich glaube, der ist es, also der mit der Kutte. Würde ich jetzt vermuten, aber das liegt nur wirklich an dem optischen, ja, nur an den optischen so mäßig. Los. Aber das kann auch natürlich einfach nicht stimmen. Wir werden sehen, Freunde. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr denkt, wer derjenige ist. Und wir hören uns beim nächsten Mal, Freunde. Hoffentlich seid ihr dabei. Bewerten, kommentieren nicht vergessen. Danke fürs Zusehen. Haut rein und tschüss.